Hallo YouTube und Anime-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir wieder einen Anime-Klassiker aus, und zwar Hellsing. Hellsing, die Originalserie steht hier, die komplette Originalserie wird hier vertrieben von dem Publisher Nippon Art auf DVD und Blu-ray. Und diese Serie lief ja am Anfang 2000er, Mitte 2000er, ich glaube erst auf MTV und dann auf Viva und hatte viele Fans, unter anderem auch mich. Und jetzt habe ich mir nochmal dieses Digipack gekauft in dieser Komplett Edition für, was hat es gekostet? 24,95 bei dieser Anime-Aktion auf Amazon. Und so sieht sie aus und die packen wir heute zusammen aus. Hier haben wir dann nochmal Alucard, entwickelt von dem Studio Gonzo. Nippon Art präsentiert es. Und das ist die Rückseite, könnt ihr euch mal gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Da steht so mal die 13-teilige Serie Hellsing von Studio Gonzo und dann bekannt von Afro Samurai. Ja, ist ein Schuba dabei, sehen wir hier, inklusive Sticker und Booklet. Dann haben wir hier die technischen Daten. Bildformat ist 4 zu 3, also ihr habt links und rechts schwarze Balken, aber man kann hier ranzoomen mit dem Fernsehen. Sprachen und Ton haben wir Dolby Digital 5.1 auf Deutsch und Dolby Digital 5.1 auf Japanisch und der Titel Deutsch. Laufzeit 390 Minuten, zwei Sticker, Booklet, Bonusmaterial, Making-of, Original-Trailer, A Black Opening und Ending-Show und das waren die Extra. Ja, machen wir das doch ganz mal hier auf. Und ja, die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben. Falls euch der Anime interessieren sollte, Box zu DVD und Blu-ray verlinke ich euch in der Videobeschreibung zu Amazon, wo ich nichts dran verdiene. Außerdem einen Trailer, wenn ich finde, und weitere Informationen. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken. So, holen wir da den Schuber raus. Ist jetzt nicht so dick. Aber zum Glück keine Katsche oder so. Finde ich sehr gut. Dann haben wir hier das nochmal. Das verstehe ich nie, warum es jetzt hier auch nochmal drauf sein muss. Haben wir hier Alucard. Die DVDs sind alle gleich. Holen wir mal die extra raus. Hier haben wir die Sticker. Meine Frage: Klebt ihr euch sowas auf oder lasst ihr das in der Hülle? Also, ich lasse was immer drin, ich klebe das nirgendwo drauf. So, dann haben wir hier. Und dann gucken wir noch mal ins Booklet. Gestaltung finde ich eigentlich total in Ordnung. Aber ich hätte noch ein paar andere Charaktere drauf gemacht, nicht nur Alucard. Weiß nicht, hätte ich das so gemacht. Dann gucken wir mal ins Booklet rein. Aber hier die komplette Serie, die Originalserie, die ich auch sehr gut finde, muss ich sagen. Und für den kleinen Preis sollte man echt mal zugreifen. Ist echt ein cooler Anime gewesen oder ist immer noch. Hier haben wir dann die ganzen Charaktere. Der hier, der Verrückte. Auch das Problem ist aber echt dick vom Papier, muss ich sagen. Ja, guter Release, nette Edition. Wie gesagt, nur die Gestaltung wäre ein bisschen anders, aber ansonsten bin ich hier sehr zufrieden. Für kleines Geld, ist nicht teuer. Also wenn ihr die Serie noch nicht kennt, greift ruhig zu. Ist sehr blutig. Aber ich fand die Serie damals cool, ich würde sie auch heute noch cool finden. Und kann ich euch nur empfehlen, das war mein kleines Unboxing zu der Originalserie von Hellsing. Ich würde mich über einen Kommentar, Like sehr freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, dann sollte euch der Anime interessieren. Boxen sind verlinkt, wie auch ein Trailer, wenn ich finde, oder das Opening nur. Oder einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.